Herzlich willkommen bei Meinungsheld. Wenn ihr nach dem richtigen Standboxsack sucht, so möchten wir euch mit diesem Video einmal helfen und den einen oder anderen Anhaltspunkt geben. Es gibt sehr viele Modelle auf dem Markt, vom unteren Preissegment bis hin zum höheren Preissegment. Da kommt es ganz drauf an, welche Ziele ihr verfolgt. Wenn ihr einfach nur ein bisschen fit bleiben möchtet, so seid ihr mit einem Modell im mittleren Preissegment sicherlich gut bedient. Die Modelle aus dem unteren Preissegment sind eher zum Spaß gedacht und zumeist auch eher für Kinder geeignet oder Jugendliche. Aber wir haben auch ein Modell aus dem unteren Preissegment, welches qualitativ so lala ist, herausgesucht. Und nochmal zwei aus dem mittleren Preissegment, sodass man auch mit mittlerem Budget hier sehr gut zurechtkommt. Viel Spaß damit. Wir zeigen euch auch, wo ihr das Ganze am günstigsten herbekommt, natürlich wie immer. Und so legen wir auch schon los. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Beginnend mit dem ersten Boxsack der Eigenmarke Standboxsack, diesen haben wir gefunden. Im Prinzip Marke, Eigenmarke, wir wissen nicht genau, ob die Marke so heißt, aber wir haben euch das Modell auch nochmal unten natürlich verlinkt. Dieses befindet sich durchaus im unteren Preissegment, ist ein Standboxsack, der so ein bisschen zum Spaß gedacht ist, dennoch relativ stabil auch steht, eine Schlagfläche aus Kunstleder aufweist, also nicht aus dem billigen Plastik, wie das oftmals der Fall ist, also durchaus, durchaus zu gebrauchen, das Ding. Die Füllung besteht aus festem Kunststoff, beziehungsweise Schaumstoff auch nochmal, und wir haben auch nochmal einen Standfuß aus robustem Kunststoff, der sich mit Wasser oder Sand eben füllen lässt, damit das Ganze ein bisschen stabiler steht. Also durchaus ein Modell, das den einen oder anderen Schlag verträgt und auch zu Hause eben sehr gut untergebracht werden kann, ist sehr schnell einsatzbereit, allerdings nicht vergleichbar mit den Modellen, die man im Fitnessstudio oder eben im Trainingsstudio hat. So kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Modell. Das Ganze ist definitiv ein bisschen qualitativer. Hier der Repex Boxsack für Erwachsene eher geeignet. Wirklich ein Modell, das für Kampfsportler definitiv in Frage kommt, wenn man zu Hause oder im Keller ein bisschen trainieren möchte. Natürlich mit dabei ein stabiler Saugfuß, also durchaus mehr Stabilität als beim vorher vorgestellten Modell. Und das Ganze auch von der Größe her eher auf Erwachsene ausgerichtet. Der abgerundete ABS-Basistank misst 35 x 50 cm, hat wie erwähnt 12 starke Saugnäpfe. Das Ganze steht auch sehr, sehr gut, was viele Kundenmeinungen auch nochmal bestätigen. Und insgesamt wirkt dieses Modell auch sehr hochwertig und langlebig. Auch das wird von vielen Kunden bestätigt. Wir haben einen hochdichten EPE-Schaumstoff. Das Ganze sehr, sehr stabil, sehr standfest. Und auch die Schlagfläche hier bietet definitiv mehr Widerstand. Zudem haben wir hier noch ein stoßabsorbierendes System. Das heißt, vier Federn nochmal mit drin, die eben für eine sehr, sehr gute Stoßabsorption und Geräuschdämpfung auch sorgen, sodass sich das Teil hier sehr gut zu Hause eignet. Ist auch auf allen Böden einsetzbar und definitiv für diejenigen, die zu Hause fit bleiben möchten, zu empfehlen, sogar umweltfreundliches Material hier zum Einsatz und allerdings eher nicht für Kinder geeignet. Zu befüllen ist das Ganze im Idealfall mit Sand. Wasser ist eher ungünstig, sagt auch nochmal der Hersteller, weil das auch zu Gerüchen führt, wenn das Ganze länger im Tank bleibt. Zu guter Letzt haben wir hier den Zilingo Boxsack, der hat mit Abstand in diesem Preissegment am besten abgeschnitten. Wir haben, wie gesagt, diverse Modelle nochmal ausgewertet und auch nochmal die Erfahrungsberichte gelesen. Hier kommt sehr, sehr gut an. Heavy Duty, auch nochmal ein Federungssystem mit dabei, Standfüße mit dabei, ein bisschen mehr Stabilität noch. Das Ganze auch eher für Erwachsene ausgerichtet, insbesondere für Kampfsportler ausgelegt, mit einer sehr, sehr guten Belastbarkeit, ein sehr hochwertiges Material hier. Edelstahl-Rohrständer mit einer mehrlagigen Konstruktion ummantelt und das PU-Leder hier an der Oberfläche, also kein echtes Leder,
Da muss man noch mal ein bisschen mehr hinblättern, aber das PU-Leder ist 2 mm dick an der Oberfläche und auch der EPE-Schaumstoff sehr dicht gewählt. Auch das Gewebepuffer hier umweltfreundlich und ebenfalls hier mit Sand oder Wasser befüllbar an der Base. Definitiv ein Modell, das in Sachen Qualität sich durchsetzen kann und genauso wie der Vorgänger definitiv zu empfehlen ist, wenn man ein bisschen Kampfsport zu Hause betreiben will oder einen Boxsack möchte, der ein bisschen hochwertiger ist, aber nicht zu teuer ist und auch sehr standfest das Ganze preislich gesehen in etwa wie der Repex. Unten in der Videobeschreibung nochmal reinschauen, dort findet ihr die vorgestellten Modelle und die wichtigsten Infos nochmal zusammengefasst. Wir hoffen, wir konnten euch hier eine kleine Anregung geben von drei Modelle, die empfehlenswert sind. Gerne einen Daumen hoch und wenn ihr Fragen habt, auch gerne einen Kommentar hinterlassen.